Ihr konntet mir auf Instagram Fragen stellen und ich beantworte die 50 unangenehmsten Fragen und muss dabei 100% ehrlich sein. Wie hoch ist dein Bodycount? Wie groß ist dein... Wie viel Geld verdienst du monatlich? Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Und ihr seht schon, heute gibt es ein richtig krasses Special-Video, was sich ultra viele gewünscht haben. Und zwar, dass ich endlich mal wieder eure Fragen in einem Video beantworte. Ihr konntet mir auf meinem Instagram-Account, den seht ihr mal hier eingeblendet, Fragen stellen. Und ich habe mir insgesamt 50 Stück rausgesucht, die sehr, sehr unangenehm sind. Und ich werde heute auf jeden Fall ehrlich sein und alle beantworten, Leute. Auf meinem Instagram, könnt ihr auch gerne mal mir folgen. Dann seid ihr auch mal in Zukunft in so einem Video gerne dabei. Und ich würde sagen, Leute, wir labern nicht lange drumherum und kommen direkt zur ersten Frage, und zwar von Jan. Grüße an dich auf jeden Fall. Was wird das nächste Auto? Also auf jeden Fall eine sehr krasse Frage. Ihr wisst, ich habe aktuell den AMG GTR. Den feiere ich auch ultra krass. Den habe ich noch nicht mal ein Jahr. In Zukunft werde ich mir auf jeden Fall ein Auto holen, was ein bisschen alltagstauglicher ist, also auch im Winter, was ich besser im Winter benutzen kann. Eventuell habe ich mir überlegt, den AMG GT 63S, ne, den seht ihr hier mal eingeblendet, weil der hat halt Allradantrieb und ist halt ein Viertürer. Aber vielleicht, also ich muss auf jeden Fall mal gucken, aber mein Traumauto ist trotzdem noch ein Lamborghini Aventador. Das ist auf jeden Fall immer noch mein Traumauto, mal schauen, ob das irgendwann mal klappt. Und wir kommen auf jeden Fall zur zweiten Frage. Auch von Jan tatsächlich. Was denkst du, wie lange du YouTube machen wirst? Das ist auf jeden Fall eine krasse Frage. Aktuell macht mir YouTube echt sehr viel Spaß und ich mache jetzt YouTube seit fast 4 Jahren und ich denke mal, ich werde auf jeden Fall die nächsten Jahre auch noch auf jeden Fall YouTube machen, weil macht mir halt Spaß und kommt ja auch gut an eigentlich. Dementsprechend, ja, mache ich es auf jeden Fall gerne weiter, ja. Ist auch kein Ende in Sicht, Leute. Dann kommen wir zur nächsten Frage von Kleiner Diamant. Auch Grüße an ihn. Was sind deine größten Ängste? Also auf jeden Fall auch hier die erste Frage, die so ein bisschen unangenehmer wird, sage ich jetzt mal so. Also ich habe auf jeden Fall einmal als Angst natürlich, dass ich, dass meine Familie oder ich irgendwie, ja, nicht gesund sind, ja, das ist klar, also muss ich ehrlich sagen, man denkt schon mal drüber nach, ey, was passiert eigentlich, wenn man so Krebs bekommt oder sonst was. Aber auch natürlich mit YouTube hat man auch mal immer mal wieder Angst, so, wenn mal ein paar Videos nicht ganz so gut ankommen, wie man vielleicht dachte oder so. Da denkt man sich natürlich auch so, okay, wie wird das so in Zukunft, aber das habe ich mir schon immer gedacht tatsächlich, also auch in so der krassesten Brawl Stars Phase zum Beispiel habe ich auch schon diese Ängste gehabt, warum auch immer. Das ist irgendwie bei mir so voll drin. Und natürlich auch eventuell, dass man irgendwie nicht glücklich ist in Zukunft, wenn man vielleicht eine Familie gründet und irgendwie, dass man einfach nicht glücklich ist, das ist auch so eine Angst, aber ja, das sind so meine größten Ängste, würde ich sagen. Dann die nächste Frage, was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Moussaka, das ist so ein griechischer Auflauf und ja, was würde ich sagen, ist mein Lieblingsessen, Freunde. Welches Level ist deine Freundin in Heyday? Ja, ich habe sie extra gefragt dafür. Meine Freundin spielt nämlich gerne Heyday und sie ist Level 44. Sie meinte aber, das ist nicht so krass, weil sie das nicht so oft spielt. Ich kann es nicht sagen, keine Ahnung. Ich habe noch nie Heyday gespielt, Freunde. Dann die nächste Frage von STR1, bla bla bla. Hast du schon mal das mache ich auf jeden Fall nicht. Spielst du in deiner Freizeit auch Brawl Stars? Fragt hier der Kandian. Aktuell ja, weil ich ja 60.000 Pokale pushe, Freunde. Grundsätzlich muss ich aber dazu sagen, wenn ich jetzt gerade kein Ziel habe, wo ich so hinpushe, stream, also tue ich meistens nur spielen in den Streams oder in den Videos, ne? Aber das ist ja auch schon relativ viel, ist ja auch fast jeden Tag. Machst du mal ein Fan-Treffen? Die Frage ist von Niki08. Ja, habe ich auch schon mehrere gemacht. Wahrscheinlich wieder auf der Gamescom. Ja, so ein Fan-Treffen oder auch mal so extra, wenn sich da was ergibt, sage ich euch da Bescheid. Und die nächste Frage hier, bist du mal fremdgegangen? Und nein, das bin ich auf jeden Fall nicht. Ja, tatsächlich, wurde mir schon mal sozusagen fremd gegangen, aber da sage ich jetzt mal nichts zu, ne? Das war in einer anderen alten Beziehung sozusagen, aber ich persönlich bin noch niemandem fremd gegangen. Ich finde das auch lächerlich, also wieso sollte man das machen? Dann kann man lieber erstmal die Beziehung beenden und doch dann erst in eine neue oder so reingehen. Also das habe ich halt noch nie verstanden, warum das Leute machen. Nächste Frage ist, wann ist dein Haus fertig? Und das ist geplant innerhalb des nächsten Jahres. Man weiß noch nicht genau wann, weil es verzögern sich immer viele Sachen, Leute. Da kann man leider nicht perfekt das planen, aber ungefähr im nächsten Jahr soll es fertig werden. Die nächste Frage, warum hast du angefangen mit YouTube? Tatsächlich habe ich selbst schon immer ultra viel YouTube geguckt. Also als ich so 13, 14, 15 war, habe ich den ganzen Tag YouTube geguckt und habe auch schon einen Minecraft-Kanal damals mal gemacht.
Und ja, ich war schon immer ein YouTube-Fan so und hatte es auch schon selbst aus Spaß halt gemacht. Dann kam es eben dazu, dass Jo Jonas mich überredet hat, Brawl Stars auszuprobieren. Und er hatte zu der Zeit schon Clash Royale auf YouTube gemacht. Und dementsprechend hat sich das dann so einfach ergeben, dass ich dann auch Brawl Stars auf YouTube angefangen habe. Wie groß ist dein Penis? Ja, Leute, ist jetzt natürlich hier einmal zensiert, die Frage. Ja, also, ne, Akin, das ist auf jeden Fall eine Frage, die ist jetzt nicht so ganz relevant, würde ich mal sagen. Aber ich kann nur mal so sagen, ich kann mich jetzt nicht so beklagen. Ich finde das schon völlig ausreichend. Dementsprechend ist das jetzt mal meine Antwort. Und die nächste Frage geht auch in eine ähnliche Richtung. Wann hattest du dein letztes Mal? Das letzte Mal Brawl Stars hatte ich auf jeden Fall, ja, würde ich sagen, heute Morgen, ja. Was würdest du machen, wenn dein YouTube-Account gelöscht wird? Ich würde natürlich sofort zu meinem YouTube-Manager bzw. zu YouTube-Partner-Manager eben gehen und sagen, ey, was ist da los? Kann das irgendwie reaktiviert werden? Weil wahrscheinlich wird das ja ein Hacker oder so machen. Falls es nicht möglich wäre, müsste ich natürlich einen neuen Kanal machen. Wahrscheinlich würde ich dann Videos auf dem Team Lukas Kanal machen. Den seht ihr hier mal eingeblendet. Könnt ihr auch gerne mal ein Abo dalassen. Magst du Döner? Ja, ich feiere auf jeden Fall Döner und vor allem am liebsten Döner-Teller. Also den mag ich so am meisten. Hier mit so einem Salat und einer entspannten Mate. Wie ist es, ein YouTuber zu sein? Ist dein Leben jetzt anstrengender als früher? Sehr interessante Frage. Tatsächlich ist es so teilweise anstrengender für den Kopf, aber jetzt nicht anstrengender im Sinne von, dass ich mich irgendwie dazu zwingen muss. Und zwar war es früher so, dass ich mich zur Schule extrem zwingen musste. Ich bin nicht so gerne hingegangen und das hat mir nicht gut getan, habe ich gemerkt. Ich habe es aber natürlich trotzdem durchgezogen, weil es halt wichtig ist, Leute. Aber ich sag mal so, vom Stress her für den Kopf, sage ich jetzt mal so, ist YouTube schon anstrengend. Das unterschätzen viele. Man denkt eigentlich den ganzen Tag an YouTube und wenn mal zum Beispiel ein Video nicht so gut läuft, wie man sich das wünscht, ne, dann macht man sich schon manchmal so Gedanken, hey, was habe ich falsch gemacht oder sonst was. Das ist auf jeden Fall schon so. Ich würde also sagen, für den Kopf ist es anstrengender, ne? Man hat mehr Ängste und so weiter, aber es ist grundsätzlich viel, viel cooler. Also es macht viel mehr Spaß. Wie lange sind du und deine Freundin schon zusammen? Also wir sind jetzt schon tatsächlich knapp 13 oder 14 Monate jetzt schon zusammen. Krass, also schon über ein Jahr auf jeden Fall. Und ja, ich bin auf jeden Fall nach wie vor sehr, sehr glücklich. Und wir wohnen ja auch schon zusammen seit über einem halben Jahr. Warum bist du auf Brawl Stars Videos gekommen? Habe ich eben schon ein bisschen erklärt durch Jo Jonas. Der hat mir Brawl Stars gezeigt und hat mich so gefühlt gezwungen, das auszuprobieren. Wie hoch ist dein Bodycount? Grüße an das Video. Oh mein Gott. Also erstmal, viele vielleicht wissen gar nicht, was der Bodycount ist. Ne, das ist quasi, wie, mit wie vielen Leuten man schon Blümchen gepflückt hat, Leute. Und ich sag mal, bei mir ist das nicht ganz so hoch, weil ich relativ schüchtern bin eigentlich, muss ich echt sagen. Und ich habe auch nur quasi in Beziehungen, ne, Blümchen gepflückt, sage ich mal so. Ja, dementsprechend ist das gar nicht mal so viel. Ich glaube, unter 5 auf jeden Fall, Leute. Wie bewertest du Brawl Stars von 1 bis 10? Ich sag ehrlich, bevor die Boxen gelöscht wurden, fand ich Brawl Stars ein bisschen besser. Das ist aber nur meine persönliche Meinung, okay? Da hätte ich Brawl Stars so eine 9 von 10 gegeben und aktuell würde ich Brawl Stars eine 8 von 10 geben, weil mir die Boxen fehlen, sage ich mal so. Und es gibt auch viele weitere Dinge, die ich ändern würde, aber dazu kommen wir gleich. Willst du später Kinder? Und ja, auf jeden Fall, ich möchte am liebsten 2 Kinder, einen Jungen und ein Mädchen eigentlich. Das fände ich so perfekt eigentlich. Die Frage ist halt, wann? Boah, ich bin jetzt 23 Jahre alt, also ich würde sagen, in so frühestens 4 bis 5 Jahren könnte ich mir eigentlich, ja, ganz gut vorstellen. Socks of the Day. Alter, bin ich Lumex oder was, Leute? Ich zeige euch gerne mal meine Socken für alle Socken, Leute und Liebhaber hier. Ich habe heute graue Nike-Socken an, die noch ein bisschen verschwitzt sind vom Sport heute, ne? Also, das ist auf jeden Fall meine Socke des Tages. Was würdest du an Brawl Stars ändern, wenn du könntest? Und jetzt kommt die Frage tatsächlich. Ich würde tatsächlich an Brawl Stars Folgendes verändern. Erstens, ich würde Boxen wieder in Brawl Stars bringen und auch die Omega-Box. Zweitens, ich würde richtig krasse Turniere mit Preisgeld in Brawl Stars bringen am Wochenende. Und zwar mit Juwelenpreisgeldern. Drittens, ich würde wieder Tickets und das Brawl-Box-System zurückbringen. Und viertens, ich würde einen 100.000 Trophäenpfad reinbringen mit krassen Skins und ja, exklusiven Belohnungen, eben nicht nur Credits und Münzen und so. Wie viel Geld hast du mittlerweile für Brawl Stars investiert? Insgesamt sind es tatsächlich 250.000 Euro gewesen. Allerdings halt das meiste davon, bevor Boxen aus Brawl Stars gelöscht wurden, weil jetzt, keine Ahnung, kann man ja nicht mehr wirklich reinpayen. Also das macht jetzt nicht mehr so viel Sinn.
Und dementsprechend war es in den letzten Monaten doch ein bisschen weniger, was ich für Brawl Stars ausgegeben habe. In welchem Bundesland wohnst du? Ich wohne in Rheinland-Pfalz, Freunde. Wie viele Lügen hast du schon deiner Mutter erzählt? Boah, das ist eine richtig unangenehme Frage natürlich. Ich sag ehrlich, Leute, das hat wahrscheinlich jeder von euch auch schon mal gemacht, ne? Aber das sollte man auf jeden Fall nicht machen. Ich habe mich auch schon mal krank gestellt, weil ich keine Lust auf Schule hatte. Das bringt aber natürlich nichts, ne? Und dann habe ich natürlich auch gesagt, mir geht's nicht gut und so. Aber das sollte man auf jeden Fall nicht machen. Da war ich auch noch ein bisschen jünger natürlich. Ansonsten, ja, gibt es eigentlich gar nicht mal so viel, was mir da gerade einfällt, weil ich doch eigentlich immer sehr, sehr ehrlich bin. Aber ich glaube, also das wäre direkt eingefallen auf jeden Fall. Wie viel hat bzw. wird dein Haus und Grundstück kosten? Oha, Leute, das ist natürlich eine krasse Frage. Ist auf jeden Fall noch nicht ganz, also man weiß noch nicht ganz tatsächlich, weil das Haus muss ich quasi, also mein neues Haus, ne, ich habe ja ein Video dazu gemacht, Leute, das bezahle ich ja Stück für Stück, je nachdem, wie viel es dann eben kostet. Es gibt nur so eine ungefähre Summe. Beides zusammen wird auf jeden Fall ja, im hohen sechsstelligen Bereich wahrscheinlich liegen. Ist natürlich sehr, sehr viel Geld, Leute, aber ja, wahrscheinlich werde ich da ja auch einen Kredit eben aufnehmen und das Ganze Stück für Stück abbezahlen, so wie das eben ja die meisten Leute machen. Hast du vor, deine Freundin mal in einem Video oder Livestream zu zeigen? Und Leute, das ist auf jeden Fall ja, eine Frage, die ultra oft gestellt wurde. Also ich glaube, sehr viele von euch sind da neugierig. Ich habe nichts dagegen, wenn meine Freundin in Videos oder Livestreams mal zu sehen wäre, aber meine Freundin möchte das eben nicht. Und deswegen, ne, ist das erstmal nicht geplant. Wenn sie sich umentscheidet oder da Lust drauf hat, mal dabei zu sein, dann habe ich da auch kein Problem natürlich damit, aber aktuell ist es eben leider nicht geplant. Wurdest du wegen YouTube früher in der Schule gemobbt oder aufgezogen? Und das ist auch eine interessante Frage, weil ja, tatsächlich schon manchmal. Ich habe ja schon mal mit 13 YouTube gemacht, da war ich in der, ich weiß gar nicht, 6., 7. Klasse oder sowas, ne? Oder ich weiß gar nicht. Keine Ahnung. Und da habe ich ja Minecraft-Videos gemacht und hatte da insgesamt, ich glaube, 1000 Abonnenten, ne? Und das haben halt schon natürlich viele so gesehen, diese Videos dann, die fanden das auch ganz lustig. Da habe ich schon mal so ein paar Bemerkungen auf jeden Fall bekommen. Und auch später dann mit dem Lukas Brawl Stars Kanal, den habe ich so in der Abiturphase ungefähr angefangen. Auch da wurde ich ein paar Mal so aufgezogen auf jeden Fall, ne? Da kamen schon mal so ein paar Bemerkungen so, ah, da ist wieder der YouTuber und so weiter, ne? Also das habe ich auf jeden Fall auch schon alles gehört. Aber ja, mittlerweile, keine Ahnung, denken sich die Leute wahrscheinlich auch so, die das gesagt haben damals, so, oh krass, was da aus Lukas geworden ist, würde ich mal behaupten. Hast du einen Ernährungsplan? Wenn ja, wie ist der aufgebaut? Und dazu muss ich auf jeden Fall sagen, nein, also ich habe keinen bestimmten Ernährungsplan. Ich glaube, er fragt, weil ich ja ins Fitnessstudio gehe. Ich achte einfach darauf, dass ich viel Eiweiß, ne, zu mir nehme und relativ wenig Fett. Und das versuche ich auf jeden Fall. Und ja, das ist so meine Ernährung. Wie alt ist deine Freundin und findet deine Freundin es gut, dass du YouTube machst? Also meine Freundin ist ein bisschen jünger als ich. Ich sage jetzt auch nicht genau, wie alt. Nicht, dass ihr alle stalkt, Leute. Und sie findet es gut, dass ich YouTube mache. Ja, also sie unterstützt mich dabei. Sie filmt auch öfter Videos, zum Beispiel Vlogs, und hilft mir da immer auch. Auch manchmal sogar mit Videoideen, wenn ihr was einfällt mal. Also sie unterstützt mich da echt komplett. Das freut mich auch immer sehr. Sie kann es sich für sich selbst, glaube ich, nicht vorstellen, YouTube zu machen. Aber sie findet es sehr cool, dass ich das mache. Warst du früher ein Klassenclown? Übrigens, von dem Kollegen sind einige Fragen hier drin, weil er gefühlt 50 Fragen mir gestellt hat, dieser Panarkos Manides. Und dazu muss ich auf jeden Fall sagen, auf gar keinen Fall, Leute. Ich war in der Schule immer mega ruhig. Mega schüchtern eigentlich auch. Und vor allem war ich immer der, der in der letzten Reihe saß und gar keinen Bock hat und komplett übermüdet war. Der war ich, Leute, weil ich immer bis 2 Uhr nachts am Handy irgendwie YouTube geguckt habe, ne? Und gezockt habe. Also auf gar keinen Fall Klassenclown, wirklich. Wie viele Freunde hast du aktuell? Und dazu muss ich auf jeden Fall sagen, ich habe eigentlich gar nicht mal so viele Freunde. Hört sich jetzt erstmal traurig an, aber ja, die Leute quasi, die ich zu meinen Freunden so zähle, das reicht mir auch völlig aus, ne? Ich kenne zum Beispiel noch Jonas aus der Schule oder auch den anderen Kollegen Lukas, den kennen auch einige. Der war auch schon mal in ein, zwei Videos dabei. Zum Beispiel bei dem Video mit dieser Klippe oder auch bei so einer Essens-Challenge mit wer mehr Cheeseburger isst. Ansonsten kenne ich natürlich auch viele über YouTube, die ich auch zu meinen Freunden zählen würde. Also insgesamt, ich weiß nicht,
ich würde mal sagen, so richtige Freunde würde ich mal sagen, maximal so 4 bis 5, ne? Aber ich würde sagen, das reicht mir völlig aus. Wie sieht deine Bildschirmzeit aus? Das kann ich gerne mal zeigen. Also Leute, ihr seht schon, mein Tagesdurchschnitt sind 4 Stunden 20 Minuten, also ist eigentlich voll okay. WhatsApp halt relativ viel, YouTube und YouTube Studio und auch Kamera, weil ich viel gefilmt habe und Brawl Stars, ihr seht schon. Was ist deine Lieblingsserie? Ich würde sagen, meine Lieblingsserie von allen ist Game of Thrones, die feiere ich eigentlich so am meisten. Oder auch Breaking Bad feiere ich ultra. Auch Dexter fand ich zum Beispiel sehr, sehr nice. Und ja, viele weitere Serien. Hast du schon mal Kevin geprankt? Natürlich habe ich Kevin das Ei schon mal richtig fett geprankt, Leute. Ihr seht mal hier einen Ausschnitt, wo er noch geschlafen hat, richtig hart angeschrien habe und richtig erschreckt habe mit einem Opening damals. Wie waren deine Zeugnisse in der Schule früher, gut oder schlecht? Ja Leute, hier seht ihr auch mal mein Abiturzeugnis eingeblendet. Ist auf jeden Fall okay, würde ich sagen. In manchen Fächern war es nicht ganz so gut, zum Beispiel in Mathe. Ne? Ihr seht auch dazu die Notenskala nochmal eingeblendet, übrigens. Dann könnt ihr die Noten auch besser verstehen, sage ich mal so. Ist okay, ich war jetzt nicht ultra gut, ich war so mittelmäßig. Was sind so deine Ziele für 2023? Der Hausbau, also dass mein Haus cool wird, dass das alles funktioniert. Das ist auf jeden Fall ein großes Ziel von mir. Und natürlich auch, dass ich natürlich möglichst coole YouTube-Videos für euch machen kann und dass ihr die möglichst feiert. Ansonsten habe ich jetzt für 2023 nicht so ultra krasse Ziele, glaube ich. Hast du Geschwister? Ich habe tatsächlich eine Schwester, genau genommen eine Halbschwester. Und zwar habe ich auch schon einige Videos mit ihr aufgenommen. Ihr seht hier mal einen kurzen Ausschnitt von einem Video mit meiner Schwester. Oh mein Gott, okay, dann öffne. Okay, ich öffne. Was? Ja! Oh mein Gott! Das kann nicht sein! Doch! Oh mein Gott! Wie viel Euro hat dein gesamtes Setup gekostet? Also Freunde, fangen wir auf jeden Fall mal an. Mein PC hat tatsächlich ungefähr 3.500 Euro gekostet. Meine beiden Monitore jetzt nicht so teuer, ich glaube so 500 oder sowas jeweils, keine Ahnung. Diese Lichter waren relativ teuer, ich glaube jeweils 200 Euro. Kamera 1.000 Euro. Mikrofon, glaube ich, so 200 Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ansonsten zählt zu meinem Setup wahrscheinlich halt auch noch so mein Aufnahme-iPhone und mein iPad, das liegt da hinten. Ja, die waren jeweils so 1.000 Euro. Und, das zählt auch noch dazu. Das ist mein Aufnahmegerät, damit mein Handybildschirm an den PC übertragen wird. Würde ich sagen, auch nochmal 200 Euro. Ansonsten, ja, so Tastatur und Maus kennt man ja auch jeweils vielleicht 100 bis 150 Euro ungefähr. Ja, das ist so mein reines Aufnahmesetup, sage ich mal so. Willst du mal deinen Content wechseln? Und ja, Leute, das ist eine sehr interessante Frage. Das möchte ich auf jeden Fall. Und zwar hatte ich auch schon überlegt, mal andere Spiele zu bringen. Ich bringe auch aktuell ja mehr Vlogs und Real-Life-Videos, weil ihr das sehr feiert. Das freut mich auch ultra übrigens. Schreibt einfach mal gerne in die Kommentare, was würdet ihr am allerliebsten sehen für Spiele auf meinem Hauptkanal? Oder auch wollt ihr mehr Vlogs sehen? Was würdet ihr am allermeisten feiern? Was feiert ihr aktuell so? Würde mich mal sehr, sehr interessieren. Die nächste Frage hier von YouTuberinsel01. Wann hattest du dein erstes Mal? Die Frage habe ich sogar schon mal beantwortet. Ich hatte mein erstes Mal mit 17. Würde ich sagen, ist relativ normal, ne? Keine Ahnung. Aber Leute, macht euch da auf jeden Fall keinen Druck. Also das ist völlig egal, ob man sein erstes Mal jetzt mit 17 hat. Mit, ich sag mal, 19 oder 23 oder so. Das ist echt komplett egal. Hauptsache, euch geht's gut, ihr seid glücklich und das ist auch schön, ist das erste Mal, ne? Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Was war dein peinlichster Moment in der Schule? Ich hatte mal einen Vortrag, also eine Präsentation mit so einem Plakat, so wo ich halt richtig vor der Klasse stand. Und das war in der letzten Schulstunde. Und ich habe an dem Tag mein Frühstück vergessen. Ich hatte geisteskrank Hunger und hatte dann richtig Blähungen, tatsächlich. Ich musste dann einfach vorgehen, war dann auch natürlich ein bisschen aufgeregt. Und dann habe ich einfach richtig fett gefurzt, ne, vor der Klasse. Und das haben auch ein paar gehört. Ich glaube, die in der ersten und zweiten Reihe haben ein bisschen gelacht auf jeden Fall, weil die das gehört haben. Aber ansonsten hatte ich jetzt nicht so viele peinliche Momente, glaube ich, in der Schule. Aber das ist mir noch im Kopf geblieben. Das war jetzt sehr unangenehm. Da bin ich auch richtig rot geworden.
Genau. Wie viele Freundinnen hattest du bis jetzt? Schreibt hier Tommy 054733. Ja, also so Beziehungen hatte ich auf jeden Fall noch nicht so viele. Ne? Sollte man ja auch bestenfalls nicht haben. Also ich bin aktuell überglücklich in meiner Beziehung mit meiner Freundin. Und davor hatte ich, sage ich mal, so richtige Beziehungen, ich glaube, 2, kann man eigentlich sagen. Ja, warum bist du nicht mehr so aktiv auf dem Team Lukas Kanal? Ist auch eine gute Frage, Leute. Der Kanal wird bald wieder reaktiviert, also da wird auch viel mehr wieder kommen. Also könnt ihr gerne schon mal ein Abo dalassen, ne? Es liegt an mehreren Gründen. Grund Nummer 1 ist mein 60.000 Pokale-Push, wofür ich aktuell sehr viel außerhalb von Aufnahmen und Livestreams spielen muss. Teilweise 4 bis 5 Stunden pro Tag. Da schaffe ich das nicht mehr so gut auf dem Team Lukas Kanal Videos zu bringen. Punkt Nummer 2 ist eben auch StumbleGuys. Ich habe da ja sehr viel StumbleGuys gebracht, weil ihr das auch sehr gefeiert habt und ich auch. Aktuell spiele ich ein bisschen weniger StumbleGuys, würde ich halt sagen, so privat. Und Punkt Nummer 3 ist auf jeden Fall, dass ich auch im Urlaub war zum Beispiel. Und da habe ich es einfach nicht geschafft, wieder für beide Kanäle vorzuproduzieren. Deswegen ist der so ein bisschen pausiert aktuell, der Team Lukas Kanal. Aber Leute, keine Sorge, da wird bald wieder mehr kommen. Da könnt ihr euch auch mal gerne Sachen wünschen. Wollt ihr da Minecraft sehen? Da hätte ich zum Beispiel auch Bock drauf. Oder weitere Handyspiele und so weiter. Schreibt gerne mal rein. Und eine Frage, die natürlich auch sehr häufig gestellt wurde. Wie viel Geld verdienst du monatlich? Genau, das ist natürlich sehr, 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 sehr schwankend, Leute. Ne? Es ist auf jeden Fall so im fünfstelligen Bereich meistens. Es ist halt echt schwer zu sagen. Ihr müsst auch überlegen, 50% zahle ich auch Steuern, ne, von allen Sachen, die ich verdiene. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit YouTube 20.000 Euro verdiene, muss ich 10.000 Euro Steuern davon zahlen ans Finanzamt. Ne? Das geht dann komplett weg. Dann habe ich auch viele Ausgaben für meinen Cutter. Ich habe Brawl Stars Ausgaben und so weiter. Und auch zum Beispiel Reiseausgaben, teilweise auch für Videos, ne, wo ich mal wegfahre und so weiter für. Ja, insgesamt ja, ist es meistens so im fünfstelligen Bereich, im mittleren fünfstelligen Bereich so. Und bei wie viel liegt dein Kontostand? Schreibt dir Eve. Kevin hatte die Frage beantwortet. Okay, Leute, das ist schon eine sehr, sehr krasse Frage. Ich schaue das mal kurz nach. Also, Freunde, ich habe natürlich einmal ein Privatkonto und einmal ein geschäftliches Konto. Auf meinem privaten Konto habe ich aktuell 2.898,74 Euro drauf. Und auf meinem Geschäftskonto habe ich auf jeden Fall um einiges mehr drauf. Aber weil ich halt auch Steuern bezahlen muss davon. Ja, ich sage jetzt mal nicht die genaue Summe, aber ist auf jeden Fall eine sechsstellige Summe. Aber wie gesagt, davon muss ich viel Steuern noch bezahlen. Wie bist du dazu gekommen, ein Haus zu kaufen? Liebe Grüße, Dean oder Dean, ich weiß nicht. Das liegt daran, dass ich ja aktuell in einer Wohnung lebe mit meiner Freundin und wir haben ein bisschen zu wenig Platz hier. Dann habe ich mir eben gedacht, okay, will ich jetzt quasi eine größere Wohnung oder lieber direkt ein Haus? Und ich habe mir dann eben Gedanken gemacht und war, ja, bin dann dazu gekommen, dass ich mir lieber direkt ein Haus auch kaufe. Auch für die Zukunft, da hat man einfach mehr Platz. Man hat einen größeren Garten und auch, falls man irgendwann mal eine Familie gründet, ist das einfach besser, würde ich sagen. Wie viel hast du mit YouTube am wenigsten und am meisten verdient? Schreibt Eve. Auch nochmal eine sehr krasse Frage. Ich kann dir das schon mal ungefähr sagen, Eve. Und zwar, am wenigsten verdient habe ich natürlich in meinem allerersten Monat mit Brawl Stars. Da habe ich wahrscheinlich gar nichts verdient sogar. 0 Euro, würde ich sagen, ne? Weil damals hatten meine Videos 50 Aufrufe oder so. Also 50 Klicks ungefähr. 2019 war das. 0 Euro war das wenigste. Und das meiste war tatsächlich sogar letztes Jahr. Ende letzten Jahres. Also ich hatte, glaube ich, einmal auch mit dem Team Lukas Kanal zusammen. Ne, da hatte ich auch jeden Tag ein Video hochgeladen. Das war auf jeden Fall, weiß ich, mal sechsstellig auch. Ne? Also über 100.000 Euro. War so der krasseste Monat. Allerdings, wie gesagt, ihr dürft nicht vergessen, da kommen Steuern runter. Ich habe auch in den Monaten teilweise 10.000 Euro, 20.000 Euro für Brawl Stars ausgegeben und so weiter. Also es hört sich, glaube ich, krasser an, als es dann am Ende ist, Leute. Was wärst du gewesen, wenn du kein YouTube gemacht hättest? Schreibt hier nochmal der Kollege. Und das ist auch die letzte Frage übrigens. Wenn ich kein YouTube gemacht hätte, würde ich wahrscheinlich studieren. Also ich hatte ja auch damals ein duales Studium angefangen im Bereich so Online-Marketing bei so Webseiten und so. War aber nicht so mein Fall. Ich glaube, ich hätte irgendwas mit Menschen gemacht oder irgendwas mit, keine Ahnung, so Startup-Unternehmen, irgendwas in der Richtung auf jeden Fall. Aber ich kann es dir echt nicht sagen, so, weil ich damals halt
nicht wusste, was ich cool finde, außer halt eben YouTube eben. So Leute, lasst ein Like da und ein kostenloses Abo, wenn ihr einen zweiten Part wollt. Wir sehen uns und ciao, ciao.